Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Wir suchen ja immer noch eine Lego Ninjago Platin Karte. Ihr wisst ja, dass Lego auch einen neuen Seltenheitsgrad bei Ninjago Karten eingeführt hat und das ist eine Platin Karte in jedem 25. Booster. Ich habe hier noch zwei Booster von zwei Magazinen, die werden wir jetzt einfach mal zusammen aufmachen. Ich denke mal nicht, dass da eine Platin Karte mit drin ist, aber wenn eine drin wäre, dann würde man das auf jeden Fall wiegen. Ich werde das auf jeden Fall, falls ich eine Platin Karte finde, werde man das auf jeden Fall abwiegen und dann schaue, ob eine Platin Karte eventuell schwerer ist als eine normale ja, Lego Ninjago Karte und ob man die dann auch ähnlich wie bei Pokémon Karte dann einfach mit einer Waage wiegen kann. Ich zeige es euch hier gerade nochmal. Der Seltenheitsgrad ist da immer hinter mir drauf. Und da steht jetzt nochmal eine Platin-Karte, also vier Platin-Karte sind da mit drin bei der neuen Karte. Und in jedem 25. Booster ist eine Platin-Karte mit drin. Das heißt, das ist doch eine recht seltene Karte. Für eine Platin-Karte muss man dann im Durchschnitt 25 Euro investieren, dass man das Ganze bekommt. Das heißt, die wird schon recht selten und ich denke dann auch recht wertvoll. Weil es dann auch die erste Platin-Karte sind, die jemals dann gedruckt worden sind und falls dann das Ganze gut ankommt und falls dann die nächste Platin-Karte gedruckt wird in der nächsten Serie, dann wird es natürlich auch für Sammler recht begehrt sein. Und ich denke mal, dass man dann auch bei der ersten Serie, das heißt diese Serie, zuschlagen muss, weil die Karte natürlich von einer Serie 1, einer Erstauflage, dann am wertvollsten natürlich wäre. Wir schauen jetzt einmal rein und schauen, was drin ist. Ja, dann geht's los mit dem ersten Booster. Okay, und da haben wir natürlich schon eine Platin-Karte. Sehr schön. Das überrascht mich jetzt, dass das da drin ist. Das werden wir dann auf jeden Fall gleich mal abwiegen. Das ist natürlich perfekt. So sieht eine Platin-Karte aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass in unserem ersten Booster gleich eine Platin-Karte mit drin ist. Ihr seht hier schon an der Werte eine richtig starke Karte. Hat überall Werte über 125, na, hier sind bloß 112, aber 125, 125, 138, also eine richtig, richtig starke Karte. Ja, für jede Sammler denke ich mal, dass das richtig gut sein wird und ich denke mal, dass diese Karte dann auch mal richtig groß an Wert steigert, sodass man da eine richtig gute Investition hat, falls man so eine Karte hier abwiegen kann. Jetzt schauen wir noch in das nächste Booster rein und dann werden wir die Karte einmal zusammen abwiegen. So, also falls da jetzt auch nochmal eine Platin-Karte mit drin sein soll, dann fände ich das dann doch irgendwie witzig. Aber ihr seht schon die allererste Karte, keine Platin-Karte. Dafür haben wir jetzt einen Richtwert, ob die Platin-Karte dann tatsächlich schwerer ist als eine normale Karte. Und das werden wir jetzt einfach mal zusammen anschauen. Das ist jetzt eine ganz normale Karte und das sieht man es auch nochmal von der Werte. Wenn man jetzt hier die Werte anschaut, das ist gerade mal ein Wert, ist hier über 100 und da sieht man, warum das die Platin-Karte hier so richtig, also dann auch stark und wertvoll ist, weil es halt einfach hier richtig starke Werte hat. Ich habe hier noch eine Ultra-Karte dazu. Wenn man diesmal die Ultra-Karte als größten Seltenheitsgrad, bevor die Platin-Karte natürlich gekommen sind und da sieht man hier eine 117, eine 65, 76 und gerade mal 104, das heißt die Platin-Karte ist halt richtig stark und ja, jetzt werden wir das Ganze mal auf die Waage legen und einfach mal schauen, ob es da verschiedene Gewichte da gibt und ob man die Platin-Karte anhand vom Gewicht rausfinden kann. So, los geht's. Wir schalten die Waage einmal ein. Dann schauen wir uns als erstes mal eine normale Karte an und schauen, was die hat. 2,18 Gramm. Dann schauen wir uns eine Ultra-Karte an. Die hat 2,19 Gramm, also im Prinzip genau das gleiche. Nochmal drauflege, 2,18. Und jetzt die Platin-Karte, ob die tatsächlich schwerer ist, schauen wir einmal. Ihr seht auch 2,18, also genauso schwer wie eine ganz normale Karte. Noch einmal im Vergleich, 2,18 und hier auch 2,18. Jawohl, das heißt also, es ist schon widerlegt, man kann eine Platin-Karte nicht abwiegen. Das heißt, es ist aber auch gut, wenn man das Ganze nicht abwiegen kann für den Wert der Platin-Karte. Also wäre halt auch cool, wenn man die rauswiegen könnte, dann wüsste man das Ganze schon, da hätte man einen kleinen Vorteil. Aber so ist es natürlich auch gut. Dann sind die Platin-Karte auf jeden Fall richtig was wert, weil man kann sie nicht abwiegen. Es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, ob ein Booster eine Platin-Karte enthält. Oder eine ganz normale Karte oder eine Ultra-Karte. Das heißt,
Ich habe alle verschiedene Gewichte oder gleiche Gewichte. Das heißt, die Booster sind alle gleich schwer und man kann die Platin-Karte nicht abwiegen. Platin-Karte top, besser als Pokémon, würde ich mal sagen, weil man sie einfach nicht wiegen kann. So, dann hier noch einmal die Platin-Karte in Nahaufnahme. Wir werden hier auf diesem Kanal weiter Experimente machen und schauen, ob wir uns irgendwie Vorteile verschaffen können. Die Vorteile werde ich natürlich an euch weitergeben. Sagt dann heute vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!